Hallo, hier ist wieder Thomas Hören mit einem weiteren Fall aus der Reihe Skurrile Fälle im Sachenreich. Es geht um EWBV-Ansprüche und anderes. Er hat sie zugetragen bei RTL Explosiv, einer alten Fernsehsendung, die lief um 18.30 Uhr bei RTL. Und deshalb danke ich auch Frau Barbara Edichmann, der Moderatorin, für die tolle Anmoderation dieses Beitrags. Es geht um einen E. Er hat einen wunderschönen weißen Ford Cabrio und eines Tages entschließt er sich, dieser Ford Cabrio sollte restauriert werden, wieder in Weiß. Er geht zum Werkstattbetreiber L und sagt, können Sie das weiß machen? Ja, sagt er, kann ich machen, kostet exorbitante Gelder. Dann besinnt sich der E und kommt auf den tragischen Satz, können Sie das schwarz machen? Sagt der Werkstattbetreiber, ja natürlich, kann ich das schwarz machen, kostet nur 3.000 Euro. Also ein ganz geringer Preis. E gibt dann den Auftrag und kommt einen Tag später in die Werkstatt des L. Und sieht einen Leichenwagen, also sein Wagen wurde schwarz lackiert. Und er sagt, das bezahle ich nicht. Also sehe ich überhaupt nicht ein, nehme ich nicht ab. Und der L sagt auf jeden Fall als Werkstattbetreiber, ich möchte meine 3.000 Euro haben. Hat der L Anspruch auf Zahlung von 3.000 Euro. Soweit der skurrile Fall. Und wir prüfen als erstes Anspruch auf Werklohn aus 631 Absatz 1. Setzt voraus einen Werkvertrag. Die Frage ist, ob die Parteien sich auf einen Werkvertrag geeinigt haben. Denn aus der Sicht des E wird nicht abgestellt, sondern auf den objektiven Empfängerhorizont. Die Erklärung des E wird aus der Sicht des Werkstattleiters L ausgelegt. Und dann heißt, können Sie das schwarz machen? Natürlich können Sie das in schwarzer Farbe machen. Der L hat wiederum auch eine Erklärung abgegeben, die aus der Sicht des E auslegen ist. Und aus der Sicht des E ist die Erklärung, ja, ich mache das schwarz, heißt diese Erklärung, schwarz machen an der Steuer vorbei. Frage ist, ob wir diesen objektiven Empfängerhorizont korrigieren dürfen. Darüber kann man streiten, ob man sagen muss, ein vernünftiger, gesetzestreuer Bürger muss die Äußerung, ja, ich kann das schwarz machen, auf jeden Fall auf schwarze Farbe beziehen. Ich meine, das muss man relativ vorurteilsfrei verstehen. Und das heißt, der E könnte darauf vertrauen, dass unter schwarz machen auch die Botschaft zu verstehen ist, unter Umgehung der Steuer. Dann aber haben wir einen versteckten Dissens vorliegen und haben keinen Werklohnanspruch. Und das heißt, müssen dann weiterprüfen. Zweiter Anspruch, der wird immer gerne verkannt, ist der Anspruch aus 670, 683, 677, also aus GOA. Das klingt erst absurd, denn wir haben kein objektives fremdes Geschäft, sondern nur ein auch fremdes Geschäft. Und die Frage ist, ob jemand, der ein Geschäft führt, das er eigentlich macht, weil er vermeintlich eine eigene Verpflichtung hat zum Lackieren, auch unter GOA subsumiert werden kann. Der BGH und die ganz überwiegende Meinung in der Rechtsprechung bejaht das und nimmt GOA auch an, wenn jemand vermeintlich auch seine eigene Verpflichtung aus einem nichtigen Vertrag erfüllen will. Das Schrifttum sagt, das geht nicht. Das würde das Verhältnis zu den Voraussetzungen
von bereicherungsrechtlichen Ansprüchen verkennen. Also man kann nicht GOA anprüfen. Meines Erachtens ist die Meinung der Rechtsprechung nicht richtig, denn für die Erfüllung vermeintlicher nichtiger Verträge ist genau die bereicherungsrechtliche Konstellation geschaffen worden und man kann das nicht umgehen, indem man GOA annimmt. Führt also dazu, GOA greift auch nicht ein. Dann kommt 994.1 BGB. Da geht es um den Anspruch auf Ersatz notwendiger Verwendungen. Schwierig ist immer die Frage, was ist eine Verwendung? Es gibt den weiten Verwendungsbegriff, den engen Verwendungsbegriff. Nach beiden Theorien würde hier eine Verwendung vorliegen, denn der weite Verwendungsbegriff sagt, alles, was irgendwie der Sache zugutekommt, ist Verwendung. Der enge Verwendungsbegriff wird darauf abstellen, ob der Bestand erhalten wird, also Neubau und fällt da nicht drunter. Also nach beiden Meinungen wäre es auf jeden Fall Verwendung. Dann brauchen wir als erstes eine Vindikationslage. Die haben wir. Es liegt ein Besitz vor. Der E war Eigentümer. Recht zum Besitz besteht nicht bei L, denn es gibt keinen wirksamen Werkvertrag. Dann müsste notwendige Verwendung vorliegen, vor allem Notwendigkeit der Verwendung. Und notwendige Verwendung sind die vermögenswerten Aufwendungen, die bei vernünftiger Betrachtungsweise erforderlich sind, um die Sache zu erhalten. Und dazu fehlt es hier, denn der schwarz lackierte Wagen ist nicht mehr eine notwendige Aufwendung. Dann kommt als viertes ein Anspruch auf Verwendungsersatz nach 996 in Betracht wegen der Nützlichkeit der Aufwendung. Da müssen wir erstmal prüfen, EBV haben wir hier. Da müsste eine Bösgläubigkeit vorliegen, weil bei 996 kommt es ganz scharf darauf an, ob jemand gutgläubig oder bösgläubig ist, denn ein bösgläubiger Verwender kann nur Ansprüche geltend machen nach den Regeln GOA. Wenn wir das bejahen, das können wir nicht, weil der Werkstattbetreiber E war bei Besitzerwerb gutgläubig, also es war ein gutgläubiger Besitzer, dann gibt es gar keine Probleme. Wir können stumpf durchprüfen, liegt eine nützliche Verwendung vor. Jetzt ist hier das Problem, stellt man auf die objektive Nützlichkeit ab oder auf die subjektive Nützlichkeit. Subjektiv hat der E gar keine Vorteile durch einen schwarz lackierten Wagen. Also subjektiv keine. Objektiv, natürlich ein schwarz lackierter Wagen ist besserer Wagen als ein schlecht lackierter weißer Wagen. Es geht also um ein Problem, das wir kennen unter dem Stichwort aufgerennte Bereicherung. Denn der E wird die schwarze Farbe als aufgedrängte Bereicherung verstehen und sagen, das bezahle ich nicht, da habe ich nichts mit zu tun. In solchen Fällen wendet die Literatur § 814 an und sagt, das ist eine Konditionssperre und deshalb gibt es keine aufgedrängte Bereicherung. Andere sagen, das kann man nicht berücksichtigen. Bezahlt muss werden rein objektiv, wenn die Verwendung zu einem rein objektiven Erhöhung des Verkehrswert führt, dann liegt eine Erstattung vor. Welche Meinung Sie vertreten, sei Ihnen belassen. Wichtig ist für mich, dass Sie noch den fünften Anspruch sehen. Nämlich den Anspruch aus 951.1, 947 Absatz 2.
Lackieren ist ein typischer Fall, der zu einem Anspruch führt, wegen gesetzlichen Eigentumserwerbs. Frage ist aber, ob man neben 994, 996 überhaupt noch 941 prüfen darf. Das ist wieder umstritten. Die herrschende Meinung sieht jedenfalls in 994 fortfolgende eine erschöpfende Sonderregel und lehnt eine Anwendung konsequent ab. Soweit die Lösung des Falls. Das läuft also darauf hinaus, dass der L nach meiner Lösung keine Ansprüche gegen F hat. Und damit ist der Fall abgeschlossen. Ich hoffe, das hat Ihnen mal Spaß gemacht, so einen skurrilen Fall zu lösen. Vielen Dank.